Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute haben wir einen ehemaligen Pädagogen eingeladen und ehemaligen Musiker. Aber ob das ehemalig mit dem Musiker war oder immer noch, darauf kommen wir im Laufe des Gesprächs noch. Aber ich freue mich, dass er da ist und hat sogar seine Frau mitgebracht, die so ein bisschen aufpassen muss, dass das auch alles gut geht hier. Ich begrüße ihn ganz herzlich, Klaus Madding. Klaus, moin. Hallo, Gerd. Schön, dass du da bist. Freue mich auch. Ja, du hast ja jetzt als Rentner oder Pensionär die Zeit. Kannst du jetzt einteilen? Auf jeden Fall. Aber meistens haben wir Rentner oder Pensionäre nicht die Zeit, die sie eigentlich gedacht haben zu haben. Das stimmt, aber wir können uns die Zeit einteilen. Ja. Das ist das. Und das Timing war noch nie so gut wie im Augenblick. Tatsächlich. Das ist klar. Ja, früher hat man doch ein Korsett gehabt, ja. Da wurdest du reingestopft. Ja. Und jetzt hast du es selbst in der Hand, wie du planst. Ja. Dein Abschied in der Schule, wie hatte der einen musikalischen Hintergrund oder hat man einfach gesagt, oh, nun geht er weg und schönen Dank oder haben Sie sich was einfallen lassen? Ja, naja, also es ist ja so, normalerweise ist ja der Musiklehrer auch verantwortlich, eigentlich ist er die musikalische Visitenkarte einer Schule, wenn denn einer da ist. Ja. Und das hatte ja bei uns schon eine ganz schöne Tradition. Ich war ja fast 40 Jahre, oder sagen wir gut 35 Jahre an der Schule. Und das war ein großer Kinderchor die ganze Zeit. Und damit wächst eine musikalische Tradition, eine Musiktradition. Und damit verbunden sehr viele Personen. Und die hatte ich teilweise eingeladen zu diesem Abend. Und so habe ich zum Beispiel ein Duett gesungen mit einem Schüler, ehemaligen Schüler, der heute 30 ist, Father and Son. Mit dem hatte ich schon mal vor 15 Jahren dasselbe gesungen. Oder etwa, dass noch viel ältere Schüler, also die heute so in den 40ern schon sind, mit denen hatten wir früher Black Fuzz gesungen, Männer nehmen den Arm. Ja. Männer lieben Geborgenheit, ja. Männer weinen heimlich. Naja gut, ich brauche das ja nicht. Eine witzige Nummer von Grönemeyer und die haben wir da zu acht dann gesungen und die Leute fanden das gut, ja. Schön. So, das war ein schöner Abschied dann, ne? Ja, klar. Gut. Und wie immer, großer Chor, das heißt, ganz viele Leute sind interessiert zu kommen und deswegen auch gleich zwei Veranstaltungen. Ja, gut. Das ist so eine Parallele zu dem Kollegen Körsen etwa, ne? Ja. Ja, da hat das war bei dem ja ähnlich, genau. Aber wahrscheinlich nicht so ein Massenauflauf. Hat er jedenfalls nicht erzählt. Ja, Lothar, der war Mitglied einer Band und hat auch immer die Schulband, soweit ich weiß, gehabt. Ja. Und hat tolle Projekte mitgemacht, das ist keine Frage. Und, aber er hat nicht den Chor, glaube ich, geleitet, soweit ich weiß. Kann ich, nee, Chor hat er nicht gemacht. Nee. Gut. Wir fangen mal bei dir ganz vorne an. Mhm. 16. März 1949 in Kiel. 1949, da war gerade Krieg vorbei, einige Jahre, aber im Aufbau. Ja. Kannst du dich noch so erinnern, etwa? Ja, klar. Also, sag mal so, es ist so, meine Eltern hatten das Haus, oder mein Vater hatte ein Haus in Grundshagen gebaut, 36. Und durch den verlorenen Krieg haben die Engländer dieses Haus besetzt. Also wurden wir herauskomplimentiert und haben in den ersten Jahren in zwei verschiedenen Baracken gewohnt, nämlich in der Friesenhof-Baracke in Grundshagen und in der sogenannten Schulbaracke. Durch die Schulbaracke, das sagt ja schon der Name, hatte ich erste Kontakte auch zur Schule. Ich war ein Kleinkind von 2-3 Jahren und konnte da zumindest nachmittags auf den langen Fluren der Schulbaracke mit meinem etwas älteren Bruder zum Beispiel Fußball spielen. Und ich war da auch, was man heute Kita nennt, dann in einem Kindergarten der damaligen Zeit. Also ich habe dann auch schon Kontakte zu Schulkindern gehabt. Und dann später hatten wir dann noch 4 Jahre in einer Siedlung gewohnt. Da haben wir schon etwas komfortabler gewohnt, bis wir dann 56 in das Haus in Grundshagen wieder zurückkommen. Aha. Okay. Na gut, aber trotzdem war es ja eine schöne Zeit, oder? Ja, das war eine tolle Zeit, fand ich. Also ich meine, alles ist relativ. Wir fanden das doch toll, wenn es dann abends mal ausnahmsweise Brotpudding gab. Ja. Von irgendwelchem alten Brot gemacht mit ein paar Rosinen drin, ein bisschen Backobst dazu. Das war das Fest. Ja. Was, wir wussten noch nichts von Wohlstand und so, aber wir waren Kinder der Zeit. Ganz genau. Ja, das ist so. Deine musikalischen Neigungen, wer hat das bemerkt oder wer ist da drauf gekommen? Ja, das ist natürlich also ein bisschen vorgeprägt durch die Familie.
meine beiden Eltern, meine Großmutter Klavierspielerin, meine Mutter Klavierspielerin, mein Vater Geiger. Da ergibt sich dann irgendwie, dass denn der ganz Kleine das Privileg hatte, Klavierunterricht zu bekommen. Ja. Meine älteren Geschwister hatten leider das Privileg nicht. Vielleicht waren sie auch, weiß es nicht. Man sagte schon, ich hätte als Zweijähriger meiner Großmutter auf Wiedersehen gesungen. Ja, zweijährig, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ist egal. Die ist 51 nach Südamerika für ein halbes Jahr gefahren. Und Klaus hat spektakulär anscheinend ihr da auf Wiedersehen gesungen. Na ja, so schön. Wird so erzählt. Ja, so schön. Ja, und ich kriegte natürlich sehr, sehr frühzeitig Klavierunterricht. Ja, danach, mit 8 Jahren war es dann. Ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, Klaus, damals, das war so die Zeit, wo die Kinder irgendwas machen mussten. Ich war Klavierspielen, du kriegst Klavierunterricht und ich weiß es von mir selbst. Draußen ist Fußball gespielt, aber das war für mich wichtiger. War es ähnlich? Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Also meine Mutter war, also man soll es nicht glauben, doch sehr streng. Da war dann Fußball draußen angesagt und dann kam plötzlich Klaus. Ja, und dann kam die berühmte halbe Stunde, ob ich dann die halbe Stunde durchgehalten habe, ob ich intensiv gearbeitet habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich fast 10 Jahre Klavierunterricht gehabt, na, nicht ganz, also bis 16. Ja, und 16 warst du aber schon so perfekt, ja, ganz dass gut. du sehr anspruchsvolle Musik schon gespielt hast. Ja, was war das? Klassisch? Ja. Natürlich, ja, ja, also zunächst natürlich so klassisch, sagen wir mal, Sonaten, Beethoven nachher ganz zum Schluss auch, aber erst Czerny und sowas. Also erstmal Fingerübung, aber dann vor allen Dingen Chopin. Die schönen Walzer von Chopin, die Scherzi und alles Mögliche habe ich später dann perfekt von irgendwelchen Leuten in Konzerten gehört. Da habe ich dann immer so gesagt, naja, also gespielt habe ich das auch, natürlich nicht so, aber ich habe das natürlich genossen, diese Cis-Moll-Walzer und was weiß ich, den sogenannten Minutenwalzer. Den man ja angeblich in einer Minute spielt. Ich habe ihn aber nicht in einer Minute gespielt. Ist auch egal. Und das Ganze war, würde ich immer sagen, der Höhepunkt war dann Gershwin Rhapsody in Blue. Das habe ich dann am Klavier gespielt. War nett. Ja. Auf einem Schülerkonzert, das weiß ich noch, das erinnere ich so noch. Ne? Das glaube ich gerne. Das sind natürlich auch tolle Sachen. Ne? So, das, und damit war auch schon so ein bisschen vorgeprägt, dass ich also auch Interesse an Pop und Jazz natürlich hatte. Pop ja sowieso. Zwangsläufig, ne? Zeit der Beatles. Ja. Also. Grundschule vorbei, jetzt Abitur. Wo und wann? Ja, Max-Planck-Schule. Oh. Ich treffe mich heute Abend gerade noch mit ein paar Kumpels, die zwar, weil ich eine Ehrenrunde damals drehte, ein Jahr früher gemacht hatte. Die sind die klassischen 68er. Ich bin 69er Abitur. Max-Planck-Schule, wie gesagt, ich hatte sehr frühzeitig die Musik im Kopf. Dazu kommen wir vielleicht nochmal mit Rockmusik dann und so weiter. Ich will auch nachträglich gar nicht sagen, dass es nur daran gelegen hat, aber man hat nicht immer nur die Schule im Kopf. Also ich hatte schon sehr andere Dinge im Kopf auch, muss ich schon sagen. Ja. Unter anderem Musik. Gut, Abitur bestanden, jo. Lehreranstellung. Ja. War da noch da was dazwischen? Ja, da war, wenn man so will, noch eine Orientierung dazwischen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach 13 Jahren Schule, ganz klar, tschüss. I never come back. Ja. Ja, also das hat gereicht. Ja, dass ich dann doch noch wieder Lehrer wurde, habe ich dann den Umstand zu verdanken, dass es auf der PH immer schöne Feten gab. Und ich dann irgendwann eines Tages da mal so eingeladen war. Und dann wurden plötzlich daraus Privatfeten und überall waren die Damen der PH. Ja, und da ich erst auf Juristerei fixiert war, habe ich so gedacht, das war nicht ganz mein Metier, das habe ich sehr schnell gemerkt. Ich war also mit tollen Leuten zusammen, die also wahnsinnige Klausuren schrieben. Die kamen auch aus Familien, die hatten Background da schon. Ne? Das muss man schon sagen, die waren ganz anders davor. Nun gut, das war nicht mein Ding und ja, so wurde ich dann tatsächlich auch Lehrer. Das ist nicht zu glauben, ja. Und gerne später. Ungewollt. Ja, eigentlich ja. Ja, hat sich überreden lassen. Wenn man so will. Ja. Irgendwie bin ich da reingerutscht. In welchen Fächern hast du dann unterrichtet? Auf welcher Schule war das? Vielleicht schon Grundzahlen? Ja, also das war dann nachher schon die zweite Ausbildung. Ich habe jetzt erstmal in Kiel studiert an der PH, Englisch Musik.
und habe dann auch diese beiden Fächer dann als Referendar an zwei Kieler Schulen, Friedrich Junge und Goethe. Und dann kam ich nach Gronshagen, weil ich wirklich als Musiklehrer mir damals tatsächlich den Arbeitsplatz aussuchen konnte. Also es ist nicht zu glauben, alle drei wollten einen Musiklehrer haben, sie wollten mich haben. Ja. Es ist so, es ist heute völlig anders, denke ich mal. Da gab es vielleicht nicht so viele, oder? Ja, es war wohl damals so angesagt, ja. Man suchte einfach Musiklehrer, das ist so, ne? Aber da hast du natürlich dich dann auch wohlgefühlt, auch musikalisch, und hast da natürlich auch so einiges entwickelt. Du hast auch ganz tolle Bands ins Leben gerufen. Ja. Zu dem Chor komme ich später noch. Ja. Das waren auch Bands, die in Kiel auch bekannt wurden. Ja. Und Tanzmusik. Hast du da dann auch mitgespielt teilweise? Es gab ja auch eine Phase noch zu meiner Schülerzeit. Also ich bin ja 1966. Bin ich im Grunde, als ich bitteschön mit einem Freund bei der Fußballweltmeisterschaft durch England trampte, von Spiel zu Spiel, der junge Beckenbauer. Es wurde nicht Deutschland, Deutschland gerufen, es wurde Uwe gerufen, Uwe Seeler. Ja. Das war die Galionsfigur und ich habe leider das Tor von Hurst nicht gesehen. Oh. Das hatte ganz private Gründe. Ich war vorher leider verabredet mit jemandem und musste unbedingt zur Westminster Bridge. Aber das klingt jetzt fast ein bisschen eitel und ein bisschen doof. Es war natürlich sehr abenteuerlich. So, und da kriegte ich bereits schon Telefonanrufe in England, du sollst jetzt bei den Rebels mitspielen. Also die Rebels waren damals eine in Kiel angesagte Rockband. Und die suchten nun einen Keyboarder, weil Rockmusik wurde damals im Grunde nur mit Gitarre gespielt. Mit wenigen Ausnahmen, also Brian Auger gab es damals schon und dann gab es Eric Burdon und die Animals, das ist also unsere Zeit. Und da war schon ein Keyboarder dabei und die spielten dann so diese ersten Vox-Orgeln und ich spielte dann eine Hohner in Klammern Kreissäge, wie wir sie dann nannten. Also das war nichts Tolles, aber sie suchten einen Keyboarder, um einfach Change of Sound zu haben, ne? Ja, und so wurde ich dann Rebels-Mitglied und das war eine hochinteressante Zeit. Mit den Rebels. Also wir machten ja nicht nur Rockmusik, also ganz normale Rockkonzerte, sondern wir hatten zum Beispiel auch sehr schöne Verbindungen mit dem Theater der damaligen Zeit, also mit dem Schauspielhaus. Willst du das hören? Kann ich das noch kurz erzählen? Ja, gerne sogar. Also da war zum Beispiel ein Schauspiel von einem gewissen Aden, Leben und Leben lassen, ein tolles Lebensmotto nebenbei auch, würde ich sagen, Leben und Leben lassen. Da machten wir Rockmusik dazu. Die wurde damals geschrieben von irgendwem, aber nicht von uns. Wir spielten da irgendwas nach. Dann gab es ein zweites Projekt, Viet Rock. Ich glaube, der Titel steht für sich. Es war der Vietnamkrieg. Es war ein Anti-Vietnam, also ein Antikriegsstück. Wir spielten damals Musik von einem gewissen Herrn Eggert, der war zweiter Kapellmeister damals in Kiel. Weise war der erste damals. Klaus Weise war ja nun ein ganz bekannter Mann damals bei uns. Und dann hat man uns auch aufgefordert, mit dem Ballett zusammen eine Rockmatinee zu machen. Das war sehr erfolgreich. Mit Heinz Weitz als Choreograf und Anthony Taylor als besonderer Tänzer, der war damals sehr angesagt. Es war fast ein englisches Ensemble nur, was hier tanzte. Und dazu habe ich dann auch überwiegend die Rockmusik geschrieben und wir coverten dann so Led Zeppelin und was weiß ich, was denn da damals so angesagt war. Und das war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Und das wurde bestimmt 10-mal, wenn nicht 15-mal, als Matinee angeboten im Schauspielhaus. War das sehr toll. Ja, da gab es schon schön Geld, oder? Also weißt du, das glaube ich nicht. Das ist Na gut. Das Theater konnte nicht viel. Aber sehr viel Erfahrung und sehr viel schöne Erfahrung. Also bedenk mal Folgendes, was hatten wir? Wir hatten noch keine Ahnung. Wir geben ein Demoband an den Ballettmeister. Der hat aufgrund einer Kassette, einer Demokassette, seine ganze Choreografie eingeübt. Und bei der Hauptprobe stellt sich raus, plötzlich hören die Leute auf zu tanzen. Was ist, wird gefragt. Wieso, das habt ihr auf der Kassette anders gespielt? Seitdem wurden die Takte ausgezählt und ich habe mir einen Taktzähler oben
hinter die Bassbox noch gestellt. Mit dem habe ich nur eins getan. Wir haben die Takte ausgezählt von irgendwelchen Improvisationsteilen, damit die Mädels und Jungs da unten zur rechten Zeit dann auch wieder was anderes choreografisch machen konnten. Also das war schon eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Ja, da wart ihr noch jung, ne? Ja, Anfang 20, nicht mal, 18, 19 so. Ja, Anfang 20 doch, ja. Das war ja Studienzeit schon. Erfahrung, ne? Ja. Natürlich auch stolz, ne? Ja, natürlich, das war schon was Besonderes. Das glaube ich gerne. Ja, ja. Klaus, du hast aber auch eine Band installiert, die auf Turnieren waren. Ja, was waren das für Turniere? Amateur oder auch schon hochklassig? Ja, beides. Also aber beides. Überwiegend, ja. Also es ist ja so, also Tanzturniere. Wir sprechen von Tanzturnieren. Wir sind also mit Melody Fair, so hieß denn diese Gruppe, der Name kam von Chris Howland, vielleicht erinnerst du dich auch an Melody Fair von Robert Farnon. Ja. Hat ja sein Studio B immer mit dieser Melodie begonnen und da kam ich dann so auf die Idee, komm, dann nehmen wir das, das klingt so ein bisschen so nach Tanzmucke und so weiter. Und so ab 1985 etwa kamen wir so allmählich in diese Schiene hinein, über große Tanzschulen zunächst, also in Travemünde gibt es eine riesen Tanzschule, da haben wir dann erstmal im Maritim da immer so vor 1000 Leuten dann erst gespielt und so. Da waren dann auch Turniertänzer, die haben Einlagen getanzt, so kamen wir also in diese ganze Turnierbranche rein. Mhm. Und das sind also Amateurturniere gewesen. Und Amateure wiederum sind in verschiedenen Gruppen eingeteilt. Man tanzt sich von C, B, A in die S-Klasse. Ja. Und die S-Klasse ist eben nicht nur bei Mercedes, sondern auch bei anderen das höchste der Gefühle. Und, aber Amateur, die tanzten auf höchstem Niveau. Ja. Und wir haben dann damit auch S-Klasse-Amateurturniere international gespielt, auf Sylt, traditionell. Erst immer im Kurhaus, das wurde noch sehr zu klein, nachher ging das rüber in eine große Halle. Da haben wir nebenbei auch immer den Herrn Böttcher, den großen Pianisten, da, immer getroffen, weil der mit seiner Frau da immer war. Wir sprachen vorhin von ihm. Wir sprachen vorhin drüber, ja. Ja, gut. Und so sind wir da reingerutscht und haben dann aber auch in Hamburg zum Beispiel Profiturniere im Atlantik zum Beispiel gespielt und so. Also ja, waren schon... War erfolgreich. Ja, das war, da waren wir auch. Wir kriegten tatsächlich die Ehrennadel des Deutschen Tanzsportverbandes als kleine Vier-Mann-Besetzung. Alle Hochachtung. Ja. Ja, aber dann auch mit erstklassigen Kollegen dann auch, ne? Ja, das hat sich so durch die Amateurmusik irgendwie nachher ergeben. Das waren alles Leute, die gut singen konnten. Ach so. Und wir haben eben vierstimmig dazu gesungen. Oder, sag mal, oder vier Leute haben gesungen. Und ich hatte noch an meiner Seite einen ganz hervorragenden Tenor. Also nicht so klassisch Tenor, sondern einer, der wirklich, also ich sag mal, einfach auch sehr hoch singen konnte. Und ich meine, man höre sich nur einen Paul McCartney, einen jungen Paul McCartney an, in welchen Höhen sind die da zu Hause gewesen, oder Led Zeppelin und wie sie alle hießen. Und ja, und ich konnte eben sehr flexibel imitieren von, was weiß ich, James Brown über und so weiter. Also wieder ganz anders. Ja, schön doch. Ja. Wir kommen jetzt zum Schulchor. Ja. Erstmal Kinder. Ja. Das andere kommt später. Ja. Das war ein sehr, sehr großer Chor, ne? Ja, also ich fing da ja 75 an und da war eigentlich keinerlei Tradition. Und dann habe ich da in irgendeiner Form schon ein erstes Weihnachtskonzert gemacht. Also stand an einem uralten Schinken von Klavier, habe die ganze Zeit im Stehen gespielt und hinter mir waren bereits 60 Kinder bei dem ersten. Das mag für einige Schulchöre schon groß sein, aber das war nur der Anfang. Also nachher kam ja die Überhöhung und Frau Fleischhauer, die hier hinter der Kamera ist, deren Tochter war garantiert auch mal im Chor. Und das ist ein 120-Mann-Chor gewesen letztendlich. Immer ein Kinderchor, der riesig war. Also, es war eben auch Breitenarbeit und... viel Arbeit, ne? So ist es. Ja, naja. Aber es blieb ja nicht nur bei Liedern, sondern ihr habt ja auch Musicals gemacht, ja, ne? Ja. Hast du die geschrieben oder bekannte Musicals? Nee, also das habe ich bis auf Tabaluga von Maffei und Co., also hat ja auch Rolf Zukowski mitgeschrieben und so weiter,
habe ich eigentlich die Musicals alle selber geschrieben, auch teilweise die Libretti dazu geschrieben. Also wie kommt es zu einem Musical wie Emil und die Detektive damals in den 80er Jahren? Ich habe meinen Kindern das als Vater vorgelesen und dann habe ich danach Szenen geschrieben, kleine Dialogszenen und Texte zu Liedern, die ich mir habe einfallen lassen. Und dann habe ich die Story da um Emil, der da sein Geld da beklaut wurde auf dem Zug und im Grundeis, wie er hieß, gejagt wurde nachher von den Typen da vor Ort. Das war ja eigentlich ganz lustig. Und so ist auch der Rattenfänger von Hameln entstanden und alles, was ich so geschrieben habe. Aber deine Haupttätigkeiten, wie ich das jetzt so dein Ding entnehme, war die Musik in der Schule, nicht? Ja, das obwohl kann man du so jetzt nicht nur Musik unterrichtet hast. Englisch auch. Ja, ja, ja. Aber das war zweitrangig dann. Nein, aber nein, das kann man nicht sagen. Also ich war auch ganz froh, dass ich auch Englisch, also ein ruhiges Fach dagegen hatte. Ja. Musik war ja immer Action, aber um mal nur zu sagen, also es verging keine Englischstunde, dass ich nicht mit der Gitarre zunächst anfing und irgendwelche Popsongs mit den Leuten sang. Andere Leute haben Atemübungen zu Anfang gemacht, andere Lehrer. Und die Atemübungen waren meine Lieder und ein, zwei und manchmal ließ ich mir dann noch ein drittes rauskitzeln, weil die ja wussten, oh, so schön, dann wird die Englischstunde nicht ganz so lang. Aber ich meine, die damaligen Pop-Songs, die waren ja auch nicht so schlecht. Beatles, Lucy in the Sky with the Diamonds zum Beispiel, Drogenprobleme, Sister Morphin, Rolling Stones und so weiter. Also man konnte schon einiges auch über die Texte ja auch. Und das war ja was für die Leute. Erstmal Text raushören. Wir hatten nicht einfach mal schön ins Netz gehen und irgendwelche Texte werden da angeboten, sondern du musst erstmal deine Texte da raushören. Ich möchte auch nicht wissen, was wir für ein Kauderwelsch da teilweise rausgehört haben. Also nicht mit den Kindern, sondern als Popmusiker. Irgendwann phonetischen Quatsch daraus gehört teilweise. Aber gelernt haben die Kinder trotzdem Englisch, ne? Ja, ich glaube schon. Also ich denke auch, ich war. Ja. Ist schon was rübergekommen. Okay, Klaus, 1981 wurdest du zum Chorleiter der Schule ernannt, aber du warst nicht der Erste, ne? Nee, das ist, also jetzt, du sprichst diesen Gesangverein, den ich, nicht diesen Gesangverein, sondern den Gesangverein Grundshagen, den ich dann übernommen habe außerhalb der Schule. Das ist ein großer Volkschor, das war damals auch ein riesiger Volkschor, ist heute noch groß, wird heute von Imre Schalay geleitet. Ja, man war schon, mein Vorgänger, der 30 Jahre dort schon Chorleiter war, war mir schon lange im Nacken. Ich sollte das übernehmen. Ich bin Grundshagen, der Junge, erkannte mich schon als Kind und hatte dann immer schon gehört und auch sich wohl angeschaut, was ich so in der Realschule so mache und hat gesagt, also den wollen wir als Nachfolger haben und oh, ich wollte nicht, weil ich merkte, oh Gott, das waren für mich alte Leute, obwohl die waren 40. Da kann man mal wieder sehen, wie relativ das mit dem Alter ist. Ja, und ich bin dann aber letztendlich dann als etwa 30-Jähriger dann doch Chorleiter geworden. Und hab's auch nicht bereut, es war nett. Ja, das war dann neben der Schule, ne? Das war neben der Schule, ja. Und ich konnte meine Chorsätze schreiben von Mozart bis, ne? Also das war wunderbar. Ja, schöne Zeiten hast du erlebt. Ja, natürlich. Du bist ein glücklicher Mensch gewesen. Ja, das bin ich immer, das muss man schon sagen. Das ist eben auch so, das ist ja heute noch so, wo als Musiker erlebst du ganz tolle Dinge. Wenn ich nur mal so die Funktion eines Chors, das ist Sozialarbeit, das muss man sich mal in erster Linie, wir wollen als Chor auch natürlich auftreten vor Publikum und sagen, oh, ihr seid aber gut. Ja. Aber als Chor, also als Chorleiter eines großen Volkschores, bin ich auch Sozialarbeiter, weil wir eine Chorgemeinschaft sind und wir sind eine Gemeinschaft von Freunden, die sich duzen. Und im Idealfall finden wir uns alle auch gegenseitig ganz nett. Keine Klickenwirtschaft möglichst und gemeinsame Feste und so weiter und so fort. Und natürlich dann auch die gemeinsamen Konzertreisen. Ich bin mit dem Chor zum Beispiel zweimal in Wales gewesen. Oh, toll. Ja, an Wettbewerben auch teilgenommen. Ja, das war nur mit diesen oder auch mit? Nee, mit dem Chor nicht. Aber mit dem Jazzchor, den ich dann nachher gegründet habe. Ja. Okay. Mhm. Ja, das war eine heiße Zeit. Du hast dann, jetzt kommen wir zu Eight Voices. Ja.
2000. Das ist noch ein bisschen früh, denn Hello Music habe ich ja noch gehabt. Das ist ja eine, war der Jazzchor. Ja. Eight Voices ist erst später gekommen. Ja, 2000. Genau. Und dazwischen war. Oh, in den 90er Jahren. Ja, dann machen wir das noch. Ja, das müssen wir noch machen. Ja, das müssen wir unbedingt machen. Ja, weil das war Hello Music. Ja. Also Hello Music ist von mir, also von ehemaligen Schülern, die haben gefordert, 86, Herr Merding, wir müssen weiter singen. So gut. Und dann wurde daraus Hello Music. Der Name ist dann auch irgendwie ein bisschen Zufall gewesen. Und das ergab sich sehr schnell, dass wir dann 89 den ersten Landeschorwettbewerb teilnahmen und gewannen. Jazz. Wir haben Jazz gesungen. Ich habe Jazziges arrangiert damals und die Leute fanden das toll als Alternative mal zu Madrigalchören und so weiter. Das war eine ganz junge Sache, dass man also Jazz, Vocal überhaupt ins Programm mit aufnahm damals in Schleswig-Holstein. So kam es zum ersten deutschen Chorwettbewerb, wo wir auch ganz ordentlich abschnitten schon. Das war dann in Stuttgart. Aber der zweite deutsche Chorwettbewerb, wo wir dann 4 Jahre später auftraten in Fulda, da waren wir dann schon zweitbester deutscher Jazzchor. Und dadurch hatten wir Connections in ganz Deutschland. Ja. Und hatten überall, also wir sind in Freiburg aufgetreten, in Regensburg aufgetreten, in Marburg, in Berlin 4-mal, sogar im Konzerthaus. Also überall hatten wir diese anderen Chöre, die uns dann eingeladen haben und dann vor Ort uns dann auch schöne Häuser geboten haben. Und die sind bei uns in der Petruskirche dann mit uns aufgetreten. Petruskirche war voll, Schloss war voll. Tja. Ja, eine tolle Zeit. Ja, tolle Zeit, ja. Konntest du das auch alles so gut machen, auch trotz deiner Lehrertätigkeit? Ne? Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich habe vermutlich immer an der roten Lampe gearbeitet. Das denke ich mal, also das Zischen in den Ohren, das kam allmählich. Ja. Das muss man schon sehen. Also das kam so 97, fing das dann doch ziemlich stark an. Ja, ja. Und Eight Voices kam auch nicht einfach so, sondern Eight Voices habe ich nur deswegen gemacht, weil ich alles andere aufgeben musste wegen eines Hörsturzes. Ja, das ist klar. Aber da habt ihr auch große Erfolge gehabt, ne? Und da hast du alles selbst Arrangements geschrieben. Ja, also Eight Voices fing dann 2-2 an. Wie gesagt, vorher war das eigentlich nicht möglich und ich hatte halbe Stundenzahl auch an der Schule erstmal. Aber dann nachher ging es allmählich wieder mit dem, also diese Überhörigkeit hörte allmählich auf, dieses unheimliche Rauschen und so weiter. Das war wohl auch eine Nervensache, denke ich mal. Das war eine Überforderung vielleicht in der Zeit. Und damit war die Band weg, damit waren die Chöre weg und ich hatte dann nur noch den Kinderchor und das hat auch gereicht, wenn ich so will. Und dann kam eben doch nachher so der Wunsch, ach Mensch, ich möchte mit einem kleinen Ensemble nochmal beginnen. Erst waren es 4 und dann wurden es 8. Eight Voices. Eight Voices. Aber auch große Erfolge, ne? Gibt es die heute noch? Ja, die gibt es heute noch. Also, und ich würde auch sagen, der Stil hat sich noch ein bisschen geändert. Also, wir hatten mal eine sehr jatzige Zeit mit Vera von Reibnitz. Also, ist vielleicht hier auch schon mal Vera gewesen, weiß ich nicht. Nee. Hervorragende Jazzpianistin, kann ich also nur empfehlen, hier vor Ort. Ich fragte damals meinen Sohn, der ja auch Jazzpianist ist, sag mal, wer soll uns denn begleiten? Wen soll ich denn mal fragen? Ja, Papa, da gibt's die und den und den und die. Und ich würde die mal ansprechen. Ja, ja. Und das war Vera. Ja. Und die hat uns 5 Jahre begleitet und deswegen war das alles sehr jatzig damals. Das muss ich sagen, auch meine ganzen Arrangements waren natürlich deswegen sehr jatzig, weil wir eine super Begleitung hatten. Heute sind wir ein bisschen flexibler, da ist ein bisschen Gospel dabei, da ist ein bisschen Pop dabei natürlich, das ist meine alte Schiene, da ist Latin dabei und Swing Jazz natürlich, also die alten Swing-Sachen, das ist klar. Und die gibt's, die Gruppe, wie gesagt, sagtest du ja, die gibt es noch und du leitest auch, die leitest du auch immer noch? Ja, die leite ich. Ich habe gestern Abend wieder eine Chorprobe gehabt. Wir haben in jedem Jahr 12 verbindliche Konzerte. Mhm. Dazu kommt noch die ein oder andere, was weiß ich, Hochzeit oder so, wo dann vielleicht auch nur mal 6 Voices auftreten oder ein 50. Geburtstag, wo dann auch, also ich, wir singen a cappella, wir singen begleitet. Ja. Also aber das ist schon. Das ist das Einzige, was du musikalisch noch machst, das ne? Das ist das Einzige, was ich noch mache, ja. Außer diesen sozialen Dingen, mit denen bin ich ja auch unterwegs. Willst auch? Ja, ja. Wir kommen noch mal zu der Lehrertätigkeit. Mhm. Da mal ganz kurz zurück oder parallel dazu.
Du hast ja Flüchtlinge aus Syrien unterrichtet. Ja. War das für dich eine anstrengende Sache oder irgendwo erfolgreich, dass du dass dich das glücklich gemacht hat, oder war das eine Belastung? Nee, das war eine sehr gute Zeit sogar. Ich bin eigentlich mehr oder weniger über einen bestimmten Freundeskreis durch die Freikirche in der Wilhelminstraße, wobei ich kein Mitglied dieser Freikirche bin, aber über die Freunde dort, die fing damit an, für Flüchtlinge Unterricht anzubieten. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, was ich eigentlich auch zu Lust habe. Ich hätte auch in Kunzhagen anfangen können, aber fing alles so gleichzeitig an. Das war mit dieser ersten großen Flüchtlingswelle eben da verbunden. Und das war meines Erachtens also eine ganz interessante Geschichte. Ich war so mit 5 bis 10 Flüchtlingen, überwiegend aus Syrien, aber auch aus Tschetschenien und so weiter, befasst. Und ich kann nur sagen, ich habe nie Deutsch unterrichtet, aber in der Zeit habe ich selbst noch wieder sehr viel dazugelernt. Und auch über andere Grammatiken. Also ich habe, wir haben 4 Fälle. In Kroatien haben sie 5 Fälle und so weiter. Also du hörst dann ganz unterschiedliche Dinge. Also das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und da war ich mit sehr viel Freude dabei, sagen wir mal so. Und das habe ich nach 1,5 Jahren dann nachher auch gelassen, weil, man wird auch ein bisschen egoistisch nachher, dann kommen die Enkel dazu und. Also Programm ist schon rund. Ne? Völlig klar. Und das war auch erfolgreich. Nicht, dass da Leute dabei waren, wo du gemerkt hast, die gehen da nur hin, weil sie jetzt einfach müssen, aber die waren doch voll dabei. Nein, also das Leben ist ja voller Vorurteile, nicht? Und ich meine, manche Parteien leben ja davon, ne? Dass sie da nur die Schreckensmeldung verbreiten. Ich kann nur ganz ehrlich sagen, ich bin völlig anderer Meinung. Ich möchte hoffen, dass das Potenzial, was diese Leute teilweise mitbringen, die in höchster Not aus zerbombten Städten hierher unter Einsatz ihres Lebens gekommen sind. Auch heute wird wieder gestritten um Obergrenze und all sowas. Ich will jetzt hier nicht zu politisch werden, aber ich sehe die Sache völlig anders. Sondern ich hoffe, dass die Politik den langen Atem hat, um auch diesen Menschen die Chance zu geben. Also die deutsche Gesellschaft braucht das. Ich denke nur mal zum Beispiel an die Pflege und so weiter und so fort. Ja, in allen Bereichen praktisch. Ja, natürlich. Ja, oder in vielen Bereichen, sagen wir mal so. Auf jeden Fall. Aber wir brauchen das. Also deswegen ist auch die Zeit, bevor man die in die Arbeitswelt einführt, ist da viel zu lange. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Das dauert alles viel zu lange. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, die Hindernisse sind ja auch groß, aber immer so, vielleicht wird man da auch mal ein bisschen großzügiger. Natürlich muss die Sprache beherrscht sein, aber Herrgott nochmal, kann ich nicht, also zum Beispiel auch Pfleger werden, ohne die Grammatik ganz sauber hier von A bis B zu können? Also Herrgott, nicht? Da geht es doch mehr vielleicht um Dinge, die mit Empathie und was weiß ich und mit Menschenfreundlichkeit zu tun haben. Davon gibt es einen Haufen davon. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Was machst du denn sonst? Was hast du sonst noch Tätigkeiten nebenbei, also nebenberuflich? Ja, ich bin also sehr gerne auch mit Sport unterwegs. Ja. Ich bin Tennisspieler immer gewesen. Fußballer früher auch. Ich sprach ja schon von Fußball. Ich habe bei Kiel gespielt. Links außen, ich bin Linkshänder. Das gibt es ja gar nicht mehr, den Begriff links außen. Heute spielt ein sogenannter Verteidiger. Also wenn ich Philipp Lahm da irgendwie wetzen sehe, da links außen. Klar, früher war es dann der links außen, der da die Flanken reingab und den Mittelstürmer suchte. Ja, das ist ja heute alles ganz anders und das ist ja auch super, wie das heute teilweise so läuft. Nein, also sportlich bin ich unterwegs, spiele auch Golf seit 15 Jahren mittlerweile, auch mit meiner Frau zusammen, die Sie ja vorhin schon erwähnt haben. Das ist das Angenehme, wenn man etwas gemeinsam machen kann. Na? Kenn ich. Ja. Machen wir auch. Okay, ja, mit der linken Klebe jetzt, denke ich auch gerade dran. Wir haben auch Rostrubesch hier gehabt, das war ja auch links Manni Karls rein. So Kopf voll Tor. Ja, genau, Manni Karls. Genau. Da war das. Links aus, rechts aus, das gibt es alles gar nicht. Nee, gibt es heute einen Sechser und Vorstopper. Na gut, okay.
Du hast ja sehr viele schöne Sachen in deinem Leben erlebt. Ich denke mal, nur schöne Sachen, außer nur Kleinigkeiten, die einem oder allen Menschen eigentlich mal passieren können. Gesund muss man schon bleiben. Und auf jeden Fall, ja, das ist die Hauptsache. Aber ganz, ganz schwere Dinge hast du, glaube ich, nicht durchlebt, krankheitsmäßig? Ja, also, ja, doch schon. Außer dem Hörsturz jetzt? Ja, Hörsturz, ja. Und was anderes ist auch schon gewesen. Also, ist na gut. Nicht so, also... Ja. Ganz glatt ist das auch nicht gegangen. Ne? Aber so ein Leben, wie du geführt hast, kann man nur mit einer tollen Frau machen. Das hast du mal ganz offiziell auch betont und gesagt. Finde ich schön. Ja. Das geht mir genauso. Ja, und das ist auch schön. Ja, da kann man sich nur freuen. Dass, denn ich meine, was ist denn, wenn man sich kennenlernt? Wenn man 21 ist, dann sagt man nur, oh, das ist aber eine tolle Frau. Super. Oh. Also mit anderen Worten, Optik interessiert. Was wissen wir denn, was in 10, 15 Jahren ist? Keine Ahnung. Abgesehen davon, dass das auch für mich als Lehrer gilt. Was wusste ich denn von Privatversicherung? Meine Güte, was für ein Privileg. Aber sind wir schon wieder politisch. Lassen wir lieber. Ja, lass mal weg. Bei diesen vielen Dingen, die du erlebt hast, ist jetzt mal meine abschließende Frage. Gibt es da etwas ganz Außergewöhnliches? Ich nenne das immer das Highlight, ne? Also nichts, also bitte nichts aus der Familie, Geburt der Kinder oder Heirat oder so. Mhm. Das haben wir alle durchgemacht. Ja, klar. Aber irgendwas Außergewöhnliches, fällt dir da möglicherweise irgendwas zu ein? Naja, da könnte man die Wettbewerbe, also wenn man beim Deutschen Chorwettbewerb Zweiter wird, da geht die Glocke an irgendwo. Also das ist schon was Besonderes, sage ich jetzt mal so. Also bei Wettbewerben oder bei großen Turnieren, da hat man sich schon sehr geehrt gefühlt, wenn man dann also sowas, solche Auszeichnungen bekommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Fahrt damals mit meinem Kumpel als noch nicht Abiturient in England mit der deutschen Nationalmannschaft, 66, getrennt von A nach B, Birmingham, Sheffield, zweimal Wembley. Das hatte schon was, das muss man sagen. Nicht? Aber gut, meine, das ist natürlich ein Erlebnis, was das bleibt doch hängen. Nicht? Ja, auf da jeden denkt Fall. Man auch mal an, wenn Fußball ins Spiel geht, habe ich alles gesehen, kenne ich. Ja. Ah, schön, glaube ich. Ja. Hätte ich auch gerne mal erlebt. Ja. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ja, ich bedanke mich auch. Gern geschehen. Du hast eine ganze Menge erzählt, was die Leute mit Sicherheit nicht gewusst haben. Die kennen immer so, das war mal mein Lehrer und wir waren ein toller Lehrer und wir haben schöne Musik gemacht. Aber was hat er eigentlich früher mal gemacht? Das wissen die wenigsten Leute. Ja. Und das ist auch so der Erfolg meiner Sendung. Und dafür bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Noch viel, viel, viel Gesundheit und viel schöne Sachen mit deiner Musik. Und alles Gute. Danke. Herzlichen Dank, Klaus. Danke, gern. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder auf dem gelben Sofa. In der nächsten Woche haben wir Ingrid Lietzow. Jetzt haben wir mal wieder eine Dame, Politikerin, auch eine ganz bekannte Dame in Kiel. Und darauf freue ich mich natürlich auch. Bis dahin sage ich erstmal schön, dass Sie dabei waren. Bedanke mich und sage Tschüss. Bis dann.